Ja, grüß euch, wunderschönen guten Morgen. Wie halt YouTube so ist, na, wenn man sich mal ein, zwei, drei Videos hintereinander von einem bestimmten Kanal anschaut, dann wird einem sofort das nächste vorgeschlagen. Tja, intelligent. Und ich hatte jetzt halt mal ein paar von Homo Economicus angeschaut und irgendwie bin ich dann auf dieses ältere gekommen von 2017, ja, sage und schreibe, wo er, glaube ich, zum ersten Mal sein T-Shirt-Business vorstellt. Ja? Und mittlerweile 4 Jahre später ist er ja sozusagen, lebt er davon recht gut anscheinend. Ich glaube, laut eigener Aussage macht er irgendwie sechsstellige Umsätze im Jahr damit. Also, und das war sozusagen sein erstes Video, das er, glaube ich, publiziert hat. Und das sind ganz, ganz interessante Dinge sind da dabei. Ich meine, er war, glaube ich, mal gerade so 22 Jahre alt oder sowas. Ja? Ich wünschte, ich hätte so viel Intelligenz besessen in dem Alter. Das kommt jetzt gleich. Ja, ich spiele es euch mal selber vor und dann nochmal kurz einen Kommentar dazu. Verstanden habe und jetzt habe ich mir die entsprechenden Designer geholt und lasse das quasi machen, weil ich weiß genau, ich bezahle den. Also, er hat nämlich schon sehr früh erkannt, ja, er hat die ersten 200 Designs oder so da selber gemacht, also am Anfang alles selber gemacht. Ja, egal was es eigentlich ist. Und dann sofort erkannt, naja, er holt sich jetzt Leute, die das machen. Und das muss man, also ich bin ja auch ein komplett nicht kreativer Typ, ja. Also was Design betrifft, ja, weil ich hatte schon immer 5 linke Hände. Und er ja laut eigener Aussage auch. Und trotzdem lebt er von einem Design-Business. Das ist halt hochinteressant. Das ist wirklich Respekt, ja. Und das sieht man mal wieder, dass sozusagen als Unternehmer musst du eigentlich gar nichts wirklich gut können. Ja? Als Experte schon, aber als Unternehmer eben nicht. Ja? Als Unternehmer musst du nur organisieren, delegieren, erkennen, Strategie, ja, letztendlich Werte von links nach rechts schieben und dir dazwischen eine Marge abziehen. Ja? Das ist letztendlich Unternehmertum. Also es hat nichts damit zu tun, du musst nicht mal. Ja, du musst kein Elon Musk sein, der sozusagen seine Raketen selber baut. Ja. Designer zwar pro Design eine gewisse Summe, aber ja, also das wird sich ja, wenn sich so ein Design dann 5, 6, 7 Mal verkauft, da hat sich das 100 Mal rentiert, da habe ich den Hebel. Genau. Hebel, Skalierung, ja, wichtige Dinge. Ja. Ich habe bei vielen Experten und auch Kunden, mit denen ich viel zu tun habe, sagen wir mal, IT-Experten in ihren Anfängen, ja. Extremst schwierig. Die sind extremst gut in dem, was sie selber machen und tun sich dann vielleicht mit ein, zwei Partnern zusammen, aber dann ihre Firma so zu skalieren, dass sie sagen, okay, ich verkaufe jetzt meine Dienstleistung mehrfach. Das ist extremst schwierig für Leute, die in ihrem spezifischen Fach extremst gut sind, so wie ein Professor. Ja? Ein Professor kann nicht einfach 10 neue Professor über Nacht hinsetzen, die sozusagen seine Dienstleistung vervielfältigen. Aber deswegen kann ich gerade auch an der Börse nicht so viel investieren, weil ich halt mein ganzes Geld in diese ganzen Designer stecke. Das ist auch genial. Ich meine, das war jetzt vor 4 Jahren, also in seiner Leben, in seiner Lifetime, in seiner Timeline, ja. Und er ist auch jemand, der auf seinem Kanal diese Punkte Unternehmertum und Börse super geil verknüpft, ja. Und ich meine, in seinem Alter sind 4 Jahre eine ewig lange Zeit. Und er sagt sich schon damals, ich bin eigentlich ein Börsenspezialist, ich bin Börsenfan, ja, ich bin total heiß für Börse. Also es ist wirklich auch so ein viel, viel penibler noch wie ich, also quasi so ein richtiger Rechentyp, ist das halt so ein richtiger Zahlen-, Daten-, Faktentyp, der dir genau ausrechnet, wie viel Euro er wo wann investiert hat und Kosten und so weiter. Also es ist eher so ein Controller, ja, also vom Menschentyp her. Ja, also was ich auch überhaupt Müll bin, ja. Also ich bin eigentlich gar kein Typ, ja, aber gut. Wir reden jetzt über ihn. Und er sagt sich, okay, schon zu dem Zeitpunkt investiert er lieber sein ganzes Geld in eine Sache, von der er eigentlich selber keine Ahnung hat, wo er aber vorhat, dass andere es für ihn tun, wo er dann auf einem Marktplatz verkauft und sich eine Marge davon nimmt. Sprich letztendlich E-Commerce, könnte man so sagen. Ja. Als dass er dieses Geld zum Großteil, anstatt dessen er dieses Geld in die Börse investiert, wo er selber
viel mehr Passion für hat. Ja, und das ist schon eine Qualität, die bemerkenswert ist. Ja, also in dem Alter ganz besonders. Also nochmal, er sagt sich, er hat was gefunden, was er theoretisch automatisieren und skalieren kann, bis, also sozusagen. Aber sagen wir mal, das Produkt oder das, was er da gefunden hat, ist etwas, wo er selber eigentlich zwei linke Hände hat. Ja? Und trotzdem investiert er dort mehr, ja? Weil der erwartete Return Invest einfach viel, viel größer ist, als wenn er irgendwelche Aktien kauft an der Börse. Kurzfristig. Und das kann er dann sozusagen als zweiten Step machen, aus den Gewinnen, aus die halt dann aus den Unternehmen. Ja? Und ich denke mal, dass das, ich würde mal sagen, vielleicht Hunderttausende von Menschen da draußen auch, die jetzt auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren nochmal so ein bisschen auf die Börse auch aufmerksam geworden sind. Und wirklich jetzt wirklich jeder Angestellte, jeder Beamte, jeder Azubi, ja, was ich teilweise schon für Kommentare hatte, auch auf meinem Kanal. Und dann habe ich halt nochmal nachgefragt, was machst du eigentlich so? Ja, ich bin gerade noch Azubi, ich habe noch nicht so viel Geld, um in Aktien zu investieren. Und also für dieses Thema interessieren sich irgendwie alle. Aber wenn du es hier mal richtig betrachtest, dann setzt er die Prioritäten nämlich genau richtig. Die Priorität ist erstmal aufs Geld verdienen, aufs Unternehmertum, was skalier-automatisierfähig Fähiges finden, ja, selbst wenn ich damit selber gar keine Affinität habe mit dem Produkt oder was auch immer. Ne? Also weil da sind wir wieder bei dem Thema Leidenschaft. Ja, also weil dir auch alle möglichen Coaches erzählen wollen, finde was, wo du Leidenschaft hast. Ich würde mal sagen, schau, dass du deine Leidenschaft vielleicht als Unternehmer irgendwie, Unternehmer zu werden und zu sein, vielleicht entfachst. Ja. Dadurch eben Unabhängigkeit, Freiheit und schneller Vermögen aufzubauen oder sowas, ja. Aber du brauchst keine Leidenschaft in Designs, ja, oder irgendwelche Skills. Du brauchst nur ein System, ja. Und wenn du dann Geld, sagen wir mal, Geld damit verdienst, ordentliches Geld, dann kannst du immer noch das in irgendwelche Leidenschaften investieren oder sonst was damit bauen oder investieren oder machen, was du willst. Und das ist für mich persönlich oder auch für diejenigen, denen ich Tipps gebe, viel, viel meiner Meinung nach sinnvollere Ansatz. Ja. Ja, okay, schaut euch mal das Video dann selber nochmal genau an. Ja, aber ich muss quasi nur noch hochladen. Und selbst das kann man auch automatisieren. Es gibt ein Modul, also so ein Teil, das kann man, also dass man selbst die Sachen nicht mehr selber hochladen muss, das macht das alles für einen. Aber das ist halt auch relativ teuer. Und soweit bin ich noch nicht. Vielleicht dann, wenn ich. Ja, mittlerweile ist er schon soweit. Ich glaube, der macht mittlerweile auch nicht mehr über diese Plattformen alles, sondern einfach auch über Amazon. Ich glaube sogar die ein, zwei von diesen Plattformen, die er damals noch vorgestellt hat, das ist gerade mal 4 Jahre her, 2017, sind, glaube ich, auch schon wieder verschwunden. Mittlerweile macht er, glaube ich, das meiste über irgend so einen Amazon-Marketplace. Also ihr wisst schon, wo der Trend hingeht, ne? Und schaut euch einfach, ich verlinke euch das Video, hat über 600.000 Aufrufe, über 660.000 Aufrufe. Und das muss ich mal vorstellen, beim Kanal, der damals vielleicht 30.000 Abonnenten hatte, oder wenn überhaupt 20.000 oder sowas. Und heute hat sein Kanal 70.000 Abonnenten, 70.000. Und das Video hat über 660.000, also mehr als 10-mal so viel Aufrufe. Also, ja, da ist schon spielt schon Musik bei dem Thema, würde ich mal sagen. Also hat sich wahrscheinlich auch ein paar Mitbewerber damit gemacht, aber scheinbar ist der Markt unersättlich, das sagt er auch selber. Also obwohl ich dieses Video schon vor ein paar Jahren mal gesehen habe, ja, ich bin ja schon seit längerem sozusagen auch Abonnent oder längerer Zeit schon Abonnent gewesen vom Homo Economicus. Jetzt sage ich mir, ich habe mich auch immer auf andere Dinge konzentriert. Ich meine, vielleicht
lade ich jetzt auch noch ein paar Designs hoch. Ja? Also vielleicht mache ich jetzt doch noch ein paar Designs. Und wenn es nur so 10 Euro am Tag sind oder sowas, ja, dann, also ich habe zum Beispiel so ein paar Marketing-Tools, die ich für mein Business oder für verschiedene Sachen verwende, wo mich halt stört, dass ich da so Fixkostenblöcke halt dann habe mit dem Tool, jenes Tool und dann bist du da ganz schnell mal auf 500, 600 Euro im Monat, ja, 500, 600 oder vielleicht 1000 Euro im Monat sogar mit dieser ganzen Fixkosten-Tool-Scheiße. Ja, also da musst du halt auch schon mal erstmal verdienen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt so ein vollautomatisches T-Shirt-Business hätte, ja, das sagen wir mal 500, 600, 700, 900 Euro im Monat verdient, ohne dass ich ja Großes machen muss, dann hätte ich sozusagen meine ganzen Tools damit bezahlt. Ja. Das ist jetzt gerade eine Idee, die mir so on the fly gekommen ist. Von daher vielleicht ja, einfach mal was ganz anderes machen, also so ein Markt, wo der unendlich ist, ja, weil ich bin ja immer in so einem Markt, der so extrem eng ist, ja, so Expertise, IT, ja, und dann, also für manche von meinen Kunden, da gibt es maximal irgendwie dann 1000 Firmen, die in Frage kommen oder sowas und das wäre halt mal das komplett andere Ende, ja, also mal was ganz anderes machen, also schon sehr inspirierendes Video. Wie gesagt, ich verlinke es euch hier unten und dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, viel Spaß und für schöne Ostern. Bis zum nächsten Mal, schaut mal wieder rein und gebt mir ein Video einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr Bock habt. Genau, schaut mal wieder rein, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, Mischmilieu. Tschüss.